Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute die fünf größten deutschen Minecraft-Server. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal gleich mit Platz 5 an. Cytoxian hat eigentlich nur ein wirklich bekanntes Minigame. Ich denke, das kennen aber die meisten von euch. Mario Party war ein Riesenhit und ist bis heute ihr meistgespieltes Minigame. Bergwerk Labs ist ein Newcomer in der Szene. Der Server von dem berühmten YouTuber Herr Bergmann ist in letzter Zeit von den Spielerzahlen extrem angestiegen, hat sehr viele unbekannte Minigames kopiert, auch ein paar eigene erfunden und ein großes Arsenal an Spielmodi. Timolia, mein persönlicher Lieblingsserver, hat nur eigens programmierte Minigames, die es meistens auch nicht in anderen Versionen gibt. Leider, finde ich, werden die Minigames zu wenig geschätzt, weil zum Beispiel Minigames wie DNA, die komplett eine eigene Struktur haben, werden komplett ignoriert. Dennoch hat er einige sehr beliebte Minigames wie 1 vs 1 oder Jump World. Revenside, der Server des gleichnamigen YouTubers, hat viele Spielmodi kopiert, aber auch verbessert und ist auch recht schnell gewachsen und noch nicht allzu lange in der Szene und in dem Fall Platz 2. Der erste Platz, ich denke, ihr habt es alle geahnt. Der Server war auch in der Liste der 5 größten Minecraft-Server insgesamt, gommehd.net. Gehört dem gleichnamigen YouTuber GommeHD und ist schon ein recht alter Server, der immer wieder große Spielerhits wie zuerst die Ender Games, dann Bad Wars hatte. Meistens kopiert er Minigames von anderen Servern, verbessert sie so lange, bis sie bereit sind, ein Hit zu werden und veröffentlicht sie dann. Falls ich einen Server vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare und ich würde mich über jede positive Bewertung und jedes Abonnement freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.